Endlich haben wir eine mega geile Lösung gefunden, ein Bike sauber zu verstauen. Ja, weil im Nugget hat es zwar ganz gut funktioniert, aber in echt war das halt doch immer ein bisschen mit Scheuerstellen verbunden. Und im neuen Bus wollen wir das diesmal besser gestalten und haben da echt eine gute Lösung gefunden. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen von euch interessant, weil die meisten von euch werden vermutlich auch Biker sein. So sieht's aus und so ist es schon eingebaut. Es ist flexibel, ich kann es rein, raus, in 2 Minuten haben wir jetzt gebraucht. Und es ist auch sehr stabil, es hält. Also ich kann dran nackeln und ja, die Räder gehen nicht im Weg um. Ich kann dazwischen noch was verstauen oder Kisten reinmachen. Super geil. Und es ist wirklich deutlich einfacher, als ich gedacht habe. Trotzdem haben wir den Fachmann für euch geholt, denn wer könnte es besser als der Erfinder selbst? Der Fachmann war der Erfinder, genau. Also sehr, sehr spannend und er hat sich die Mühe gemacht, auch vielen Dank an der Stelle, hierher zu kommen und mit uns das Video abzudrehen. Und so sieht das Ganze dann aus von Bike Inside. Und wie das genau funktioniert, zeigen wir euch natürlich auch noch. Denn der Einbau war wirklich super simpel und ich denke, das ist für einige von euch interessant. Ich bin der Christian Teuber von Bike Inside. Ich habe das Teil hier vor gut fast 30 Jahren jetzt erfunden. Um Fahrrad im Auto transportieren zu können, ist einfach eine teleskopisch verstellbare Stange, die man an einer beliebigen Stelle an der Ladefläche einlegen kann und darauf sein Fahrrad befestigen kann. Hier in dem Bus machen wir das hier direkt einfach an der Kante, ja, stellen das, weil die wollen das Rad da rückwärts reinstellen, aber nicht zu weit, also möglichst sparsam im Platz. Und dann stelle ich die einfach das hier auf die Breite ein, mache die Stange da rein und dann rollt man das Radl da rein ganz easy. Stellt es hier drauf, auf die Gabelaufnahme, haut die Steckachse durch, schraubt die noch fest und dann steht das Radl da fix drin. Aber leider mit dem Ding geht es nicht gescheit. So jetzt. Okay, ja. Ja, noch nicht ganz, weil ich will ja zeigen, dass es stabil ist. Und da muss es fest sein. So, und da kann man das hier ganz platzsparend auf einen Millimeter dahinstellen und dann steht das Radl da drin. Fertig. Das zweite kommt dann hier daneben, gegebenenfalls versetzt oder höher gestellt mit einem Extender. Ja, so. Wir haben auch natürlich verschiedene Aufnahmen für die verschiedenen Steckachsenmaße, auch für die 12-100 mm beim Rennrad. Die 1510, die 1500 und normaler Schnellspanner ist eh klar. Kannst du auch im Endeffekt die direkt hier festschrauben, also praktisch in den Boden, wenn das jemand möchte? Ja, wenn er sich was bastelt. Dann. Man kann natürlich auch die Gabelaufnahme, so wie sie ist, auf ein Brett dübeln oder irgendwie. Klar, kann man das machen, ja. Dann kann man es so, okay. Ich habe auch Leute, die in Bussen, wenn das jetzt praktisch irgendwie so ein Mannschaftsbus ist, die da sich einfach eine Aluschiene an der Seite irgendwo hinmachen, die Gabelaufnahme dran machen und dann hängen die Radl da drinnen. Ja, ja. Der Frank Schleck zum Beispiel, ja, ein bekannter Doper, der veranstaltet so Rennradreisen da mit seinen Leuten und der hat da einen Bus mit, glaube ich, 20, 25 Rädern drinnen. Auch mit bei Reisebussen habe ich das schon eingebaut. Alles Form. Möglich, ich ja. Das ist von dir und ich kann auch anderweitig tätig werden, ja, um das zu machen. Du kannst auch die Gabel, die da auf andere Gabelaufnahmen, manche benutzen es auch auf dem Dach natürlich, die okay. Jetzt halt als Vorderrad raus sind, die Dachträger haben und dann, dann bauen die Dinger drauf. Ah, perfekt, ja klar, ja. Steckachse. Weil, ich kann es dann hier dran machen am Radelträger. Genau, wo du vorher halt einfach normal eine Gabel mit einem Schnellspanner festgemacht also zusammengefasst, hast. Zusammengefasst, Mountainbike, Rennrad, ja. Alle üblichen Dinger, die es alle gibt. Alle verschiedenen Breiten, wie ihr wisst. Und, ja. Super. Ja, perfekt. Ja. Und dann stehen die stabil drin. Ja. Sieht man auch hier. Dann kann man 2 Räder perfekt rein. Top. Ja, mal hier würde ich jetzt vielleicht 3 reinbringen, glaube ich. 3. Dreimal fummelt. Ja, ja fummelt ja. Er, ja. Tetris-artig ist das immer im Kombi. Ja, super, dann vielen Dank, dass Bitte? Du die Zeit Gerne. Genommen hast und vielen Dank für den wahnsinnig schnellen Einbau. Es ist ja super, dass man das so flexibel und schnell einbauen kann. Und, muss nichts am Auto verändert werden. Ja, wenn einer ein Leasing-Fahrzeug hat oder was, ja, da will der nicht irgendwie irgendwas reinbohren oder so. Ja.
Und die Teleskopstangen gibt es in verschiedenen Längen. Genau. Genauso auch wie bei den Achsen. Und somit haben wir die Möglichkeit, das komplette Spektrum von Rennrad bis Mountainbike abzugreifen. Und ja, vielen Dank dir. Schön, bitte. Und übrigens, wenn ihr euch jetzt überlegt, wieso das überhaupt erfunden worden ist, sagen wir es mal so, das kommt gar nicht eigentlich von einem Mountainbiker, sondern von einem Windsurfer. Und warum das genauso ist, vielleicht wissen das schon einige von euch, dann könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, aber jetzt kriegt ihr noch die Geschichte der Erfindung. Also ja, wieso der Bike and Side Träger erfunden worden ist, es war eine Zufallssache im Endeffekt, und leider durch einen schweren Autounfall meines kleinen Bruders, der mit Folge einer Querschnittlähmung. Der hat dann zum Mountainbiken als Reha-Mittel angefangen und der könnte natürlich mit seiner Behinderung das Radl nicht aufs Dach raufheben und der Kombi war leer. Und dann habe ich ihm halt so ein Ding gebaut bei unserem lokalen Schmied und mit der Zeit haben wir uns halt gedacht, das können andere Leute auch brauchen. Und das gibt es jetzt schon seit 92. Wer ist denn der Bruder? Michael Teuber heißt der. Eine spannende Geschichte, wie das Ganze überhaupt erfunden worden ist, leider auch traurig, aber in Summe denke ich eine sehr spannende, lassen wir es dabei, denn der Bruder hat ja auch dann trotzdem noch einen tollen Weg gefunden, sein Leben zu verwirklichen und für uns heißt jetzt erstmal wieder Vorbereitung Transalpen, nee, ist zu spät, nein, es geht bald los, noch 5 Tage, 4 Tage, 3 Tage. Ja, damit würde ich sagen, ab in die Berge. Radeln ist verstaut. Und ja, schreibt uns doch auch gerne mal, was eure Lösung ist, wie ihr die Bikes mitnehmt und ob das für euch vielleicht interessant ist oder ob ihr schon selbst eine Lösung gefunden habt. Da bin ich nämlich ganz neugierig, weil wir haben es meistens einfach wirklich nur reingestellt. Das kennt ihr eh aus den Videos oder eben draußen festgemacht. Und jetzt in Zukunft wollen wir 2 rein, 2 raus. Ich denke, das ist optimal. Und sonst können wir auch die Petra einspannen. Schmann, wenn sie nicht brav ist, wie war das? Männerfantasie. Lassen wir das. Bis zum nächsten Mal. Lass uns gerne einen Daumen nach oben da und ja. Bis bald. Ciao. Tschüss.